Interview hat mich über 10.000 Euro gekostet. No joke, aber seht selbst. Ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, wer ist so blöd und steckt einfach 100 Euro in den Brunnen beim Alexanderplatz? Dafür gibt's eine logische Erklärung. Ich will den Menschen etwas zurückgeben. Und zwar über AirDrop. Um dieses verrückte Video durchzuziehen, habe ich meinen Kumpel Fabi gefragt, ob er Bock hat, Geld zu verschenken. Also mein Geld. Und natürlich war er direkt dabei. Ich bin schon gespannt, wer heute seinen Glückstag haben wird. Bevor ich euch jetzt zeige, wer die 100 Euro gefunden hat, muss ich euch erstmal erklären, wie ich auf die Idee gekommen bin. Und zwar hatte ich damals ein Modelabel. Und alle Klamotten, die ich nicht verkaufen konnte, habe ich bei meiner Mutter gelagert. Vor kurzem habe ich alle Klamotten im Wert von 10.000 Euro mitgenommen, um sie an die Community zu verschenken. Um die nächsten Fantreffen nicht zu verpassen, seid aktiv in meiner Story. Und dann haben wir erstmal Fotos gemacht. Krank zu sehen, dass nach nur einem Post von mir die ganze Max Arena ausverkauft war. Ich bin so krass glücklich über euren ganzen Support. Und dann musste ich erstmal selbst ein paar Tricks raushauen. Und dann war es auch endlich soweit. Ich bin kurz zum Auto gegangen und habe die ganzen Klamotten besorgt. Ich hatte schon Angst, dass ich nicht genug für alle mit dabei habe. Als ich nur noch die Größen L und XL hatte, hatte plötzlich jeder einen großen Bruder. Diese krasse Aktion hat mich so glücklich gemacht. Und deshalb habe ich mir überlegt, noch mehr Menschen glücklich zu machen. Also zurück zum Alexanderplatz. Ich bin schon gespannt, wer die 100 Euro annimmt. Ich bin über den gesamten Alexanderplatz mit meinem Roller gefahren und habe jeder Person per AirDrop dieses Foto geschickt. Und diese süßen Kids waren die ersten, die da waren. Allerdings haben die sich scheinbar nicht für das Cash interessiert. Naja, in dem Alter hat man andere Freunde. Doch dann kam sie. Oh, shit! Oh, mein Gott! Thank you! Wir haben ihn gefunden! Ja, herzlichen Glückwunsch, das behalten ist für dich. Ja, you can keep it, bye! Wenn ich ehrlich bin, hätte ich mir eine krassere Reaktion erwartet. Mir kam schon fast so vor, als wenn sie öfter Geld auf dem Boden findet. Bevor ich den Hunderter in den Brunnen gesteckt habe, habe ich erstmal eine Wette mit Fabi abgeschlossen. Fabi war sich absolut sicher, dass der erste Hunderter von einer Frau gefunden wird. Ich meinte, es wird ein Mann sein. Wir haben um 50 Euro gewettet. Der nächste Stop ist das Alexa-Einkaufszentrum. Da laufen so verdammt viele Leute rum und man kann einigen etwas airdroppen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr von einer fremden Person ein Airdrop-Foto annehmen würdet. Jo Leute, wir sind jetzt im Shopping-Center, aber bevor es weitergeht, Shoutouts gehen raus an Simone, Mila und Moritz. Vielen Dank für die netten Kommentare, super lieb. Okay, bist du ready, Fabi? Ready! Let's go! Okay, ich habe echt keinen Peil, wo ich das jetzt verstecken soll. Wer ist mit in den Pflanzen? In den Pflanzen ist doch eine richtig gute Idee. Ich steck einfach mal rein. Okay. Da liegt Geld rum! Ich werde jetzt anfangen, den 100-Euro-Schein zu airdroppen. Einfach random an Leute raus. Wie kann man... Oh, es hat jemand angenommen, es hat jemand angenommen. Es haben zwei Leute angenommen. Oh shit, da hat jemand gefunden. Da hat jemand gefunden. Holy guacamole. Sehr, sehr nice. Es war eigentlich ehrlich gesagt nur für ein Video. Ja. Aber schön, dass ihr mitgemacht habt. Nein, Spaß, ihr dürft behalten. Nein, wirklich. Das war kein Joke. Das behalten. Sicher? Ja, ist für euch. Danke. Also ihr könnt, je nachdem wie ihr wollt, könnt ihr aufteilen, kannst behalten. Ich bin noch bei 3%, ich hab's fast nicht geöffnet. Das ist ehrlich, das geht mal nicht. Danke. Was für ein Video ist das? YouTube. Okay, Leute, wir dürfen hier eigentlich nicht filmen, wir sind gerade im Starbucks und ich werde jetzt meine 50 Euro verstecken, okay? Let's go. Versteck es gut, versteck es gut. Ich glaube, ich weiß, wie ich es verstecke. Ja. Mal schauen, ich hoffe, dass es keiner sieht. Es gibt schon Leute, die so heimlich gucken. Fabi ist viel zu auffällig. Das ist das Problem. Damn. Fabi, ich habe das Gefühl, das war ein bisschen auffällig. Okay Leute, es kann losgehen. Fabi verschenkt seine frisch gewonnenen 50 Euro. 50 Euro for free? Fabi, du musst jetzt rumlaufen und gucken. Okay. Lauf einfach schon mal einmal so überall vorbei. Nein, ey. Zwei Leute haben einfach gerade 50 Euro. Nein, sie stellt sich nur an. Schade. Ich bin gespannt, was passiert. Es hat jemand aufgemacht und geht nicht hin. Was ist da los? Mega. Bewegt sich einer? Nein. Fabi geht jetzt noch eine kleine Runde nach draußen. Sind die alle? Alter, keiner. Es haben zwei angenommen. Das Rennen geht los. Jetzt haben die Nachricht angenommen. Drei Leute haben angenommen. Ja.
Er hält einen 50-Euro-Schein und eine Kuh in der Hand. Wer als erstes schreit, ich stehe auf Kühe, richtig laut, bekommt von Fabi den Fuffi. 50 Euro, Leute! Man müsste einfach nur einen Airdrop machen, um 50 Euro zu verdienen. Bleiben die wohl bei mir. Ja, da sind Jungs, also das ist der perfekte Zeitpunkt für die Jungs, um abzucashen. Das ist doch ein Trick, ne? Yes! Guck, ich wusste! Ich stehe auf Kühe! Steh auf Kühe! Ja! Okay, Jungs, übergib ihn den 50. Er hat verdient. Let's go! Ja, okay, aber jetzt haben wir es gegeben. Ja, okay. Sind wir auf YouTube? Ja, safe. Oh, nice, nice, nice. Abonniert alle, like das Video und lasst einen Kommentar da. Aber du musst auch checken. Folgst du auf Twitter, Rick? Ja, gerade eben. Ja! Danke, Jungs. Mach's gut. Gerne. Ehre. Ich auch. Die Frage ist jetzt natürlich, lieben Sie jetzt Kühe oder nicht? Oder lieben Sie einfach nur Cash? Liebt er beides. Als nächstes kommt ein kleines soziales Experiment. Wenn ich schon Geld verschenke, dann an jemanden, der es auch nötig hat. Als wir vorhin an diesen Jungs vorbeikamen, riefen die mir hinterher, ob ich nicht YouTuber sei. Da ich aber gerade das Video gefilmt hatte, hatte ich keine Zeit. Und weil mir das leid tut, dachte ich mir, ich überrasche sie. Ich habe mich heimlich vor sie gestellt und ein Foto gemacht. Dann habe ich noch schnell eine Schrift drauf bearbeitet. Wer diesen Jungs 50 Euro spendet, der kriegt von mir 100. Heißt, die spendende Person wäre immer noch 50 Euro im Plus. Ich bin schon gespannt, ob es jemand macht. Ja, es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Okay, Leute, aber bisher hat noch keiner angenommen. Es kann doch nicht sein. Etzo oder so hat angenommen. Ja. Oh, der. Wir haben so Karte mit, Bro. Sorry, eine kurze Frage. Where are you from? I'm from the Netherlands. Do you have a phone with you? I do. Do you have AirDrop on? I do. Want to check it? What? It's really worth it. What? It would be really worth it for you. Okay. So you don't want to accept the challenge? No, I don't. Oh, okay. Wie erwartet hat leider keiner etwas gespendet. Deshalb kriegen die Jungs jetzt von mir den Fuffi. Auch wenn ich mich echt schlecht fühle, wenn ich das Ganze filme. Oh, könnt ihr das bitte aufteilen? Ja. Sehr, sehr cool von euch. Hör mal zu. Ich bin ein Rapper, pass mal auf, was ich hier mache gerade. Pack deine Sachen. Und gibst du das Geld in die Hand? Hey, ich verliere gerade meinen Verstand. Oh shit! Hey. Oh shit! Danke, Jungs, danke für den Fresh and Ride. Fotografieren Sie bitte. Okay. Ja, der Fresh. Hey, pass mal auf, er hat mir gerade 50 Euro gespendet. Danke, alles gut. Kontostand ist jetzt auch auf die Seiten angepasst worden, Leute. Alles leer. Ich hab nichts mehr. Shit. War auf jeden Fall nice. Checkt auf jeden Fall auch den Horror-Prank, den ich mit Fabi, an Lucy und Alex gemacht habe. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.